Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits, wenn man das als Projekt bezeichnen könnte. Und zwar spielen wir heute 10 in 1 Arcade Collection. Das ist ein Spiel, was ich gerade im eShop spontan gefunden habe. Und da das ein bisschen retromäßig aussieht, habe ich gedacht, komm, lädt's mal runter. Und vielleicht ist das Spiel ja was. Ich will es mir gemeinsam mit euch angucken. Und das wollen wir uns nicht angucken. Genau, das ist die Einleitung dazu. Wir gucken uns das Spiel mal an. Vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall von Game Lion. 10 in 1 Arcade Collection. Ist das richtig, dass ich keinen Ton hier habe? Hallo? Gibt's ja keinen Ton? Ich muss die Musik erstmal anmachen. Musik geht voll ab. So, ich würde sagen, wir machen die Musik mal auf 50. Ne, komm, 60%. So, ich wollte schon sagen, warum gibt es ja keinen Sound, aber man muss den erstmal selber einstellen, warum auch immer. Was haben wir denn hier für Spiele? Black Nightmares. Game Breaker. Special Devil Library. Ninja Monkey, okay. Box Logic. Ghost Shade. Devil Maze. Aha. Das sieht nach nicht Metroid. Jetzt wollte ich schon Metroid sagen. Nach Asteroids aus. Und das sieht nach Space Invaders aus. Ja, dann gucken wir uns mal Space Invaders an. Das ist Space Invaders. Das ist eindeutig Space Invaders. Nur in einer abgespeckten Version. Und warum sehen die grünen Aliens aus wie Android-Männchen? Warum sehen die aus wie Android-Männchen? Hat das irgendwas zu bedeuten? Ist das ein Easter Egg? Man wird es nie erfahren. Ja. Ist halt Space Invaders, ne? Also was willst du schon bei Space Invaders falsch machen? Wir haben 3 Leben. Kann ich irgendwie eine doppelte Waffe zünden? Nee. Das ist halt eine abgespeckte Version von Space Invaders, ne? Das will ich mir mal nicht weiter antun. Quit. Was haben wir noch? Game Breaker. Ach, das ist dieses. Ja. Das kennt man doch von diversen Spiele-Webseiten, ne? Ja, genau. Jetzt muss man den Ball hier schießen und dann haben wir unten das Trampolin. Jetzt müssen wir die Blöcke da zerstören. Und dieser Ball, der fliegt jedes Mal gegen die Decke und dann kriegt er einen Schub und dann muss man ihn wieder auffangen, dass man halt versuchen muss, die ganzen Blöcke hier zu zerstören. Genau so läuft das ab. Ja, das gab's ja damals auch auf diesen ganzen Internetseiten, wo es diese Flash-Games zu spielen gab, ne? Das wurde davon ja auch ziemlich oft benutzt. Ich weiß gar nicht, was gab's da alles für Seiten? Spieleaffe gab's, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es die Seiten überhaupt noch heutzutage gibt. Aber ich weiß halt, dass wir damals immer Bomberman drauf gespielt haben, mit Freunden zusammen. Das war ziemlich lustig. Ja, das war Level 1. Cool. Ja, und da, ja, ist klar, da habe ich schon direkt, ja, genau. Ist klar. Nee, das Spiel gefällt mir. Ist auch schön im Retro-Look gehalten. Musik geht auch ein bisschen ab, finde ich. Nur die Wolken sind nicht im Retro-Style. Warum ist hier alles im Retro-Style gehalten, nur die Wolken nicht? Oh, da habe ich eine Waffe. Ja, genau. Jetzt kann ich nämlich. Genau, ja, genau. Jetzt macht er das. Ah, ich muss die Kugel auffangen. Ich kann mich nicht um die Power-Ups kümmern, oder? Scheiße, jetzt sind die Power-Ups auch noch weg, weißt du? Das ist so ein. Ey, der ist doch nicht runtergefallen. Ich habe den doch aufgefangen. Ich will jetzt noch Level 2 schaffen. Komm, das muss jetzt noch klappen. Das muss jetzt noch funktionieren. Ansonsten haben wir ein dickes, fettes Problem hier. Komm. Jawoll, Level 3. Warum gibt es hier eigentlich nicht Gianna Sisters? Für alle, die Gianna Sisters nicht kennen sollten, das war ein Super Mario-Klon. Ein Super Mario Bros-Klon, der damals in den 80ern rausgekommen ist für den C64. Nee, das wollen wir uns nicht angucken weiter. Das sieht immer nach einem Jump'n'Run-Level aus.
Reach the flag. Sammle die Münzen. Ja, das ist doch jetzt, das ist Mario One. Das ist Mario One in der abgespeckten Version. Was zur Hölle? Na, ich kann schießen. Das kannst du in Mario One nicht machen. Also, der Charakter hier läuft ganz automatisch. Ich steuere den nicht. Ich kann nur mit B springen. Und mit A schießen. Beziehungsweise mit A kann ich nach vorne schießen und mit X kann ich nach oben schießen. Und mit Y kann ich nichts machen. Ey, das ist doch ein Mario One-Klon. Eindeutig, ey. Und sowas lässt Nintendo im eShop zu? Naja gut, es ist eine eigen entwickelte Engine, ne? Also. Da spielt ja auch nicht Mario-Musik da drin. Es ist aber im Prinzip eine Kopie, kann man sagen, ne? Eine Kopie, nur mit einer anderen Grafik und einem anderen Charakter. Und dass man vielleicht schießen kann. Aber das kann man, glaube ich, auch in Mario One irgendwann machen, wenn man ein spezielles Level abgeschlossen hat. Oh, war das schlecht. Oder? Und warum gibt es hier Tauben? Und warum verkacke ich eigentlich immer diesen Sprung jetzt? Wie willst du da oben hinkommen? Oh Gott, die Taube kann kacken. Ist das ekelhaft, ey. Und sowas wird in einem E-Shop angeboten. Was zur Hölle. Aber dieses Spiel ist eigentlich ganz chillig. Das kann man mal so zwischendurch spielen, wenn man nichts zu tun hat, so. Kann über Gott und die Welt labern, alles Mögliche erzählen und dabei das Level spielen. Und eine Taube zugucken, die am Kacken ist. Level 7, ey, ich bin ja gar nicht wirklich so... Ey, bekommt man die ganze Zeit Leben zurück? Ich habe so das Gefühl, dass ich die ganze Zeit meine Leben zurückbekomme. Je mehr Goldmünzen ich einsammle oder Medaillen oder was auch immer das sein sollen. War das schlecht. Und warum ist eigentlich auch die ganze Zeit dieser Zeppelin im Hintergrund? Kann man das mal jemand erklären, warum da ein Zeppelin in der Luft ist? Interessant, oh Gott. Wahrscheinlich ist diese Scheiße auch noch tödlich. Das heißt, wenn sie mich am Kopf trifft, bin ich automatisch tot. Ich will es aber ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Im wahrsten Sinne des Wortes will ich das nicht ausprobieren. Oh shit, was ist das hier? Nein! Ja, ich bin tot. Ey, komm, das Spiel will ich jetzt nochmal spielen. Das ist lustig. Ich hätte ja auch schießen können. Ich vergesse das irgendwie die ganze Zeit. Was passiert eigentlich, wenn ich dagegen laufe? Oh, ich laufe einfach durch die Blöcke durch. Alles klar. Das Spiel ist wirklich... Also, das könnte vielleicht wirklich das beste Spiel sein, was man hier in dieser Collection finden kann. Ich weiß, ich erzähle jetzt ein bisschen großzügig darüber, weil das ist das dritte Spiel oder so. Ja, und wir haben noch nicht alle Spiele gesehen, aber das ist, könnte wirklich das Spiel sein. Das ist wirklich das Spiel, wo ich sagen würde, okay, das lohnt sich. Es sieht auf den ersten Blick zwar langweilig aus, aber ich finde, es lohnt sich. Und das ist die Hauptsache, glaube ich auch. Es ist simpel, macht Spaß und es gibt Tauben, die einen, ja, voll machen. Mit Essensresten, die sie nicht mehr verdauen können. Ich finde das Spiel klasse. Muss ich einfach sagen. Und dieser Zeppelin da oben im Hintergrund, der ist wirklich das Highlight dieses Spiels. Alles klar. Ah, ich kann auch mit dem Schiebepad springen. Das wusste ich nicht. Ich glaube, dann springe ich sogar höher. Ah ja, okay. Gut, quit. Ich würde sagen, wirklich, das ist das beste Spiel. Ninja Monkey. Oh, was ist das denn? Sieht interessant aus. Ah, okay, ich muss die Schlangen da oben töten. Oder was es auch immer sein sollte. Cool. Sogar mit Gewittereffekten. Und die Schlange produziert Bomben. Was ist das für ein Spiel? Oh,
das sieht so langweilig aus. Ey, wirklich. Also so wie es hier auf dem Bild aussieht, auf dem Video, so spielt es sich auch. Total langweilig. Aber wir wollen dem Spiel ja eine Chance geben. Wir wollen uns das angucken und wir haben ja gerade mal die 10-Minuten-Marke voll. Also ein bisschen können wir uns das Spiel noch reinziehen. Kann ich mich eigentlich auch so bewegen? Nee, ich muss nur mit dem Cursor mich hier bewegen. Am besten, ich spamme jetzt einfach nur die ganze Zeit Kugeln. Tatsächlich. Warum kam dann Erste-Hilfe-Set runter? Also, dieses Spiel ist eigentlich gar nichts für mich. Was? Wieso habe ich jetzt verloren? Alles klar. Wieso habe ich jetzt verloren? Hat mich so eine Bombe getroffen? Ich glaube nicht. Na gut, wie dem auch sei. Nächstes Spiel, Boxlogik. Was ist das? Ist das ein Tetris-Klon? Bewege die Blöcke in diese Position. Ich dachte zuerst, das wäre Q-Bird, der da unten rumläuft, aber das ist nicht Q-Bird. Es ist so ein Puzzlespiel. Ich muss die Blöcke hier reinsetzen. Kann ich den jetzt auch... Lol. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Problem. Oh nein, ich Idiot. Scheiße. Ja, ich muss nochmal neu machen. Hey, warte mal eben. Ich war noch nie wirklich gut in so welchen Knobelspielen. Ne, das wollte ich immer so gesagt haben. Ja, aber jetzt komme ich doch nicht hier rum. Ah, okay. Ich verstehe schon, wie das abläuft. So, das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. Es ist so ein Picross. So ein Picross, so fake, würde ich mal behaupten. Scheiße, das war jetzt ein Problem. Oder kann ich das noch irgendwie gerade biegen? Ja, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. Also wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann weiß ich ja auch nicht. So, das kommt hier hin. Toll, ich hab's versaut. Warum? Weil dieser Scheißblock da sich nicht mehr wegbewegen kann. Und wir waren so gut. Wir waren so gut. Ganz ehrlich. Nee, das kann ich nicht machen. Oh Mann, warum geht denn das nicht? Was ist das denn? Aber so ist das ja schon der richtige Weg, den wir gehen müssen, ne? Ja, den muss ich hier reinschieben. Hier in der Ecke muss der reingeschoben werden. Ja, aber jetzt habe ich doch wieder verbaut. Hey, ich verstehe das nicht. Mann. Mache ich irgendwas falsch? Ich glaube nicht. Ja, so kann ich ihn doch nur... Ey, wisst ihr was? Nee, das ist mir alles zu blöd. Ich versuche das jetzt noch einmal und wenn ich es da nicht hinbekomme, dann ist mir das auch egal. Warte, warte, warte. Nein, ich hätte den hier oben mir nach unten schieben müssen. Oh, fuck you. Mach das jetzt so. Nee, das geht auch nicht. Scheiße. Oh Mann, warum denn nicht? Schon wieder falsch. Hä, wir...
der kommt hier hin. Ich habe wieder einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ja. Oh Gott. Und ich merke gerade, ich habe auch einen Timer hier unten. Ah, Leute, ich kann mich auch versetzen. Ja, warum sagt mir das denn keiner? So, jetzt schieben wir den hier runter. Schieben den hier rein. Und machen das dann so. Ey, das war jetzt echt eine große Geburt, das Level zu meistern. Ja, toll. Und jetzt? Was ein Mist, ey. Probier dieses Level jetzt noch. Ich glaube, ich werde aber dieses Spiel hier, dieses 10 in 1 Arcade in zwei Parts splitten. Sprich, dass wir jetzt im ersten Part die obere Reihe der Spiele gesehen haben und dann im nächsten Part uns die zweite Reihe angucken. Ich glaube, das ist besser so. So. Cool, das war aber leicht. Was, wir sind schon Level 10? Ich glaube, ich bin mir echt am überlegen, ob ich auch mal ein Let's Play mache. Das ist cool, das Spiel. Das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Scheiße. Ja, schon verloren. Nee. Also, ich würde sagen, das war's dann, Leute, vom ersten Part von 10 in 1 Arcade Collection Games. Im nächsten Part werden wir uns dann die untere Reihe angucken. Ne, mit dem Metroid. Oh, ich sag die ganze Zeit Metroid, aber es ist Asteroids. Mit dem Asteroids-Spiel, was vielleicht das Interessanteste werden könnte. Dann Perfect Landing gucken wir uns an. Dieses komische Schlangenspiel. Devil Maze, was aussieht wie Pac-Man, und Ghost Chains, was das die Tetris sein könnte. Gut, dann würde ich sagen, Leute, wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr bei einer Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von 10 in 1 Arcade Collection. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.